Singen auf der Seite 32. Wer unterm Schutz des Höchsten steht, im Schatten des Allmächtigen geht, wer auf die Hand des Vaters schaut, sich seiner und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, wir hören in der Fastenzeit ab dieser Woche immer aus dem Evangelium nach Johannes. Und da spitzt sich immer mehr zu der Konflikt Jesu mit den Autoritäten dieser Zeit. Sie wollen nicht erkennen, dass Jesus mehr ist als ein Prophet. Er ist der Sohn Gottes, ganz eins mit dem Vater. Gestern war die Heilung eines Gelähmten am Sabbat. Und das wird ihm zum Vorwurf gemacht. Jesus aber sagt, mein Vater ist immer noch am Werk. Und auch ich bin am Werk. Das heißt, die Schöpfung ist noch nicht fertig. Wir sind noch unterwegs. So hat Gott auch mit uns etwas vor. Aber wir müssen wissen, was der Wille Gottes ist, damit wir uns weiterentwickeln können zu dem Leben, das Gott für uns vorgesehen hat. So bitten wir um Vergebung, wenn wir hinter dieser Vorgabe Gottes zurückfallen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du schenkst den Gerechten ihren Lohn und verzeihst den Sünden ihre Schuld um der Buße willen. Wir bekennen dir unser Versagen. Hab Erbarmen mit unserer Schwachheit und vergib uns, was wir gefehlt haben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr: Zur Zeit der Gnade will ich dich erhören, am Tag der Rettung dir helfen. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund zu sein für das Volk, aufzuhelfen dem Land und das verödete Erbe neu zu verteilen, den Gefangenen zu sagen, kommt heraus, und denen, die in Finsternis sind, kommt ans Licht. Auf allen Bergen werden sie weiden, auf allen kahlen Hügeln finden sie Nahrung. Sie leiden weder Hunger noch Durst, Hitze und Sonnenglut schaden ihnen nicht, denn er leitet sie voll Erbarmen und führt sie zur sprudelnden Quelle. Alle Berge mache ich zu Wegen und meine Straßen werden gebahnt sein. Seht her, sie kommen von fern, die einen von Norden und Westen, andere aus dem Land der Sinniter.
Jubelt, ihr Himmel, jauchze, o Erde, freut euch, ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet und sich seiner Armen erbarmt. Doch Zion sagt, der Herr hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Spruch des Herrn, Wort des lebendigen Gottes. Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll Langmut und reich an Gnade. Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll Langmut und reich an Erbarmen. Der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen, sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll Langmut und reich an Gnade. Der Herr ist treu in all seinen Worten, voll Huld in all seinen Taten. Der Herr stützt alle, die fallen, und richtet alle Gebeugten auf. Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll Langmut und reich an Gnade. Gerecht ist der Herr in allem, was er tut, voll Huld in all seinen Werken. Der Herr ist allen, die ihn anrufen, nahe, allen, die zu ihm aufrichtig rufen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll Langmut und reich an Gnade. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Lob dir, Christus, König und Erlöser. So spricht der Herr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir. In jener Zeit entgegnete Jesus den Juden: Mein Vater ist noch immer am Werk und auch ich bin am Werk. Darum waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleichstellte. Jesus aber sagte zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut. Und noch größere Werke wird er ihm zeigen, sodass ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wenn er will. Auch richtet der Vater niemand, sondern er hat das Gericht ganz dem Sohn übertragen, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Amen, Amen, ich sage euch, die Stunde kommt und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und alle, die sie hören, werden leben.
Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber. Die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen, die das Böse getan haben, zum Gericht. Von mir selbst aus kann ich nichts tun. Ich richte, wie ich es vom Vater höre. Und mein Gericht ist gerecht, weil es mir nicht um meinen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, gelobt sei Jesus Christus. Ein kurzes Wort zur heutigen Frohbotschaft. Gut, dass Pfarrer Christian es schon eingeleitet hat, denn jetzt wird es heftig in den heiligen 40 Tagen. Wenn die Reden Jesu im Johannesevangelium kommen, dann geht es uns ungefähr so wie jetzt gerade. Habt ihr euch alles gemerkt? Da spricht der Vater, also der Sohn, mit Gott, dem Vater. Da dürft ihr euch nicht wundern, dass das ein bisschen eine andere Ebene ist. Und trotzdem ist es wie immer auch für uns verständlich. Nämlich, wenn man die Vorgeschichte weiß, gestern hat Jesus am Teich Schiloach oder Bethesda, ich weiß nicht mehr, einer von den zwei, in Jerusalem, einen Mann geheilt, der 38 Jahre lang krank war. Wer schon 38 Jahre alt ist, weiß, wie lang das ist. 38 Jahre ist er durchgelegen. Bei diesem Teich, der ist immer von Zeit zu Zeit aufgesprudelt, aber nicht, weil er Wunder war, sondern weil das mit den unterirdischen Höhlen so hin und her gegangen ist. Und dann haben die Leute geglaubt, wenn ich da reinsteige, dann werde ich vielleicht gesund. Und da waren viele Krüppel, viele Lahme dort und haben mal geschaut, dass schnell reinkommen, wenn das Wasser rausblubbert. Ja? Und der Jesus kommt zu dem Mann, der da alleine liegt und sagt, willst du gesund werden? Ja, Gott will immer, dass es uns gut geht. Und der sagt dann drauf, ich habe keinen Menschen, der mich dahin bringt. Und quasi seine einzige Hoffnung und Vorstellung ist, nur wenn ich da in das Wasser komme, werde ich gesund und ich habe keinen. Und da war so wunderbar gestern zu hören, er hatte einen, er stand schon neben ihm, der Menschensohn, Gott selbst, der den Himmel verlassen hat, um uns Menschen heil zu bringen. Und es braucht genau einen Satz. Ich sag dir, steh auf, nimm deine Bahre und geh, sagt der Jesus, ja. Und im selben Augenblick war der Mann gesund. Wo Gott mit seinem Heil kommt, da wird alles gesund. Die Offenheit des Menschen braucht es. Und die Zeit muss reif sein. 38 Jahre. Ja? Aber es gibt Heil. Am Ende kommt Heil. Da können wir uns ganz sicher verlassen. Gell? Also wunderbar. Frohbotschaft wie immer, wenn wir von Jesus reden. Nur was jetzt, die nächsten Tage und Wochen kommt, ist nicht lustig. Die Juden hatten eigene Vorstellungen, heißt es. Die Schriftgelehrten, die Führer des Volkes, die noch dazu scheinheilig, Sabbatgebot, eines der größten Gebote Gottes wirklich, an dem Tag sollst du nichts arbeiten, können wir uns überlegen, wie wir das heutzutage leben, wie ernst wir es nehmen. Und die drehen draus in Jesus einen Strick, weil es war an einem Sabbat, es war ein Tag des Heiles. Und dann sagen sie, das Bahre tragen ist verboten. Wer hat dir denn das gesagt? Hat dir denn das erlaubt? Ja? Hätte der Jesus nicht gesagt, nimm deine Bahre, sondern hätte nur gesagt, geh nach Hause, wäre gar nichts passiert. Aber er sagt, nimm deine Bahre und geh. Ja? Und sofort wird sichtbar, was in den Herzen von den Leuten los ist. Buchstabenglaube, Gesetzesfrömmigkeit. Ja? Hauptsache, das Gesetz wird eingehalten. Dass der arme Kerl jetzt gesund ist, dass sie sich darüber freuen. Und sie sagen dann nicht, wer hat dich gesund gemacht? Sie sagen sofort, wer hat dir gesagt, dass du das sprichst? Okay. Unglaublich. So ist der Mensch, der verstockt ist gegenüber Gott und seiner Liebe. Ja.
Und da hat es begonnen, der arme Kerl, er hat nicht gewusst, wer es war. Jesus ist weggegangen, noch nicht gekannt. Und später hat er ihn getroffen, noch einmal heißt es im Tempel, beim Danksagen, so gescheit war er, dass er Gott Danke gesagt hat. Und da sagt Jesus dann zu ihm, jetzt pass auf, dass dir nichts Schlimmeres passiert, dass du nicht sündigst. Denn das ist das eigentliche Problem. Da hast du dann eine Lähmung für das ewige Leben. Ja? Dass dir nichts Schlimmeres zustößt, sagt er. Und dann macht der Mann ganz unschuldig, läuft zu den Juden und sagt, jetzt weiß ich, wer es war, der Jesus war. Ja? Aber nicht als Anschuldigung, sondern voller Freude, um ihnen nochmal zu sagen, schaut her, von dem kommt das Heil. Und was machen sie? Und da fassen sie den Beschluss, ihn zu töten. Ja? Wer sich nicht an unsere Vorstellungen hält und an unser Gesetz, an unsere Macht, der passt nicht zu uns. Und darum hat es hier halt am Anfang geheißen, als die Juden hörten, dass der Jesus dann auch noch sagt, Vater zu Gott, da beschlossen sie nochmal ihn zu töten. Ja? Noch mehr. Und wir wissen, dass wir darauf zugehen. Also diese Ernsthaftigkeit ist in unserem Glauben drinnen. Wir wissen, es ist ein Angebot des Heiles, aber es ist immer die Frage, macht dein Herz auf, ein Menschenherz dafür, ist auch bereit zu sagen, ich habe verkehrt gedacht, ich muss umdenken, Gott sei Dank gibt es einen besseren Weg, oder macht das nicht auf und bleibt verstockt und dann gibt es Zerstörung. Ja. Jesus tröstet uns heute und sagt, keine Sorge, der Vater hat alles in der Hand und ich höre auf den Vater. Alles, was ich tue, ist gut. Ihr könnt euch verlassen auf mich. Macht's mir's nach. Ihr kriegt ewiges Leben dafür. Okay? Ich tue es eh nicht für mich selbst. Ich tue es, damit ihr aus den Gräbern kommt einmal. Fürs ewige Leben. Das haben wir anzubieten in der Kirche. Wir haben jetzt eine großartige Sitzung gehabt im Pfarrhof. Darum bin ich da. Eine Leitungssitzung, weil übermorgen hier bei uns in Schönau diese Beratung ist vom ganzen Dekanat. Wie machen wir das jetzt mit den Pfarren in Zukunft? Machen wir eine Großpfarre? Nehmen wir ein paar Zellen noch dazu und trug Wein? Oder nicht? Ich war total stolz, wie unsere Leute gut mitdenken und eigene Meinungen dann auch haben. Der Vater ist am Werk. Aber ist die Frage, auf welche Stimme hören wir? Hören wir seine? Und dann wird alles gut. Möchte ich euch heute mitgeben zur Ermunterung, fest auf ihn zu hören, jeden Tag beim Beten und dann in den Alltagssituationen. Amen. Wer an Christus glaubt und in seinem Namen bittet, den erhört der Vater. Darum beten wir. Herr Jesus Christus, befreie die ganze Welt von der Macht des Bösen und hilf auch uns, das Böse mit Gutem zu überwinden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr Jesus Christus, stehe allen bei, die durch Taten der Liebe und durch Gebet den Weg der inneren Erneuerung im Glauben gehen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr Jesus Christus, versöhne all die Völker und Menschen, die unter Zertrennung und gegenseitigem Misstrauen leiden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr Jesus Christus, zeige dich all denen, die die Gemeinschaft mit dir und die Gemeinschaft der Kirche verlassen haben und nicht mehr glauben können. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr Jesus Christus, befreie unsere Toten von all dem, was sie noch hindert, bei dir zu sein. Und schenke allen dein göttliches Erbarmen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. So bitten wir auch in der Intention dieser Messe mit Familie August und Gisela Moser für verstorbene Eltern und Geschwister. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Erhöre uns, Christus, Sohn Gottes, der du lebst und herrschst in Ewigkeit. Amen.
uns beten. Herr, unser Gott, dieses heilige Opfer, helfe uns, dass wir den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen, der nach deinem Bild geschaffen ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich in dieser Zeit der Buße durch Entsagung zu ehren. Die Entsagung mindert in uns die Selbstsucht und öffnet unser Herz für die Armen. Denn deine Barmherzigkeit drängt uns, das Brot mit ihnen zu teilen, in der Liebe deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir deine Größe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preist ihn, der kommt in unsere Heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob, denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus.
Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen. Mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, dir ähnlich sein und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir voll Vertrauen das Gebet zum Vater, zum barmherzigen Vater, das uns unser Herr Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte,
sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du schenkst deinen Gläubigen die heilige Speise für den Weg ihrer Pilgerschaft. Gib, dass uns dieses Sakrament nicht zum Gericht werde, sondern zum Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Es segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Noch einen schönen Abend. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott. Wir
bitten euch ums Gebet für kommenden Freitag von 17 bis 20 Uhr zu dieser Beratung des Dekanats und dann die kommenden Wochen und Monate, bis es zu einer Entscheidung in der Diözese kommt, dass die beste Zukunft für unsere Kirche, unsere Kinder gesichert wird.